our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young. Guten Morgen, ihr Lieben, und welcome back hier auf dem Account, der unfassbar lange jetzt ja wie deaktiviert war. Ihr habt nichts gehört, also sehr inaktiv. Ich hatte auch nicht gedacht, dass ich hier nochmal zurückkomme. Aber wieso, weshalb, warum, das klären wir im Laufe des Videos. Ich mache heute ein kleines Follow Me Around, damit ihr mal so in meinen Tag reinkommt. Und dann ja, erkläre ich euch zwischendurch alles. Viel Spaß! Meistens startet meine Woche, mein Tag mit Homeoffice. Jetzt habe ich zum Beispiel hier noch ein Paket bekommen. Ich habe mir dann noch ein paar Streichkappen bestellt. Für einen Kalito, dass der sich da nicht reintritt. Ja, und was mache ich so beim Homeoffice? Also erstmal, ich plane Videos, wann mache ich Content-Tage, ich spreche mit Fotografen, wann ich was planen kann, Events, Reitturniere etc. pp. Dann natürlich Mails bearbeiten, mit Kunden in den Austausch gehen. Das habe ich hier noch stehen. Gestern habe ich zum Beispiel den ganzen Tag Papierkram gemacht, alles in Ordner sortiert, das versuche ich immer einmal im Monat zu machen. Pferde inserieren. Ich arbeite an etwas ganz Neuem, Exklusiven. Da freue ich mich sehr drauf. Ja, dann bin ich ja noch bei die mit den Pferden im Team. Da muss man Storyboards entwerfen. Das will ich heute auch abdrehen. Und dann schaue ich, dass ich bis 12 Uhr circa hier im Office sitze. Und dann geht es für mich zu den Pferden. Im Moment habe ich ganz schön viele Pferde auf der Liste. 6 Stück, wenn ich alle bewege, plus die Anreitpferde natürlich. Ja, und da muss ich doch schon gucken, dass ich gut durchkomme. Gerade wenn ich hier viel zu tun habe. Videos muss ich noch schneiden. Will die Woche durchplanen, denn bei uns ist diese Woche Karneval. Und ja, dass das alles ein bisschen besser dann flutscht, schon mal viel abarbeiten. Aber ihr fragt mich oft, was mache ich immer? Das sind halt so meine To-Dos hier. Im Stall kennt ihr alles, dauert mit 6 Pferden unfassbar lange. Da gucke ich immer, dass ich nicht jeden Tag alle reite. Und ja. Genau, dann nehme ich euch heute einfach auch mal ein bisschen mit. It has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pulls down from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. Wir sind am Stall angekommen und hier unten stehen meine Pferde. Ja, jetzt muss ich mal schauen, was ich mit denen mache. Es ist auch ganz schlechtes Wetter. Und es ist wirklich einfach nur eklig. Ich habe gar keine Lust, irgendwas zu machen. Aber gut, hilft ja nichts. Ich fange jetzt mit der Pharose an. Das ist ein Brittpferd. Pippi muss nämlich noch ein neues Eisen kriegen. Und ja. Mal schauen. Die kleine Maus macht auf jeden Fall noch ein Schläfchen. Ah, wollen wir ein bisschen was tun? Ja. Nein. So, der Kalito war gerade beim Hofmark. Die mache ich jetzt fertig. Hufe einsetzen. Und die Pippi? War im Schmied. Und Neskek ist da im Regen draußen irgendwo. Genau, die bringe ich jetzt weg und dann kommt Agathe noch an die Longe. Ne? So, Pharose habe ich jetzt fertig und mache Agathe jetzt ein bisschen Longe. Die ist ja erst 5. Die ist nach Neskek die jüngste. Neskek ist 4, Agathe ist 5. Weiter. Dann kommt Kalito, der ist 7 und dann kommt Pippi und die ist 8. Also ich bin im Moment sehr gut aufgestellt. Genau, und Agathe, ja, die ist jetzt 5, die war jetzt so super beim Training, die hatte jetzt 2 Tage frei und heute mache ich ein bisschen locker Longe und ich glaube, die Woche mache ich sowieso nicht ganz so viel. Weil wir haben jetzt, kann ich noch so 10 Minütchen jetzt zu Ende longieren und danach habe ich einmal Unterricht. Now the morning
Christoph gibt Unterricht und wir schauen zu. Hallo. Das war heute sehr gut. Das war heute sehr lehrreich. Das ist ganz gut. Ich habe hier jetzt so eine Schenkeltrense, dann kann man mir nämlich rechts und links über die Seiten nie so ganz abhauen. Das behalten wir jetzt mal so bei in der Dressurarbeit und dann schauen wir mal. Mittlerweile 16:30. Ich hole jetzt mal die Youngsters hier rein. Da ist die Nesquik. Sag mal hallo. Die hat heute Pause. Die stand den ganzen Tag jetzt draußen, aber sie findet es auch wirklich nicht geil im Regen. Deshalb geht es jetzt auch rein, aber die schaffe ich heute nicht mehr. Die mache ich morgen. Wir haben nämlich jetzt circa 16:30. Ich muss jetzt eine Stute oder die andere Stute noch anreiten. Da ist die Besitzerin da und dann haben wir um 17 Uhr habe ich ein Zoom-Meeting, Zoom-Call. Dann habe ich danach noch Unterricht und mal schauen, ob ich da noch die Pipi mache oder nicht. Hallo! Und das Video und Stories bearbeiten. Wird noch ein langer Tag. Und jetzt gibt es noch Futter für die Pferde. Ich fütter allen meinen. Das sind so Prokea-Bälle. Oh, man sieht es nicht so gut. Also das sind so Kugeln. Die sind extra zum Dickmachen. Die kann man eingeweicht füttern, kann man aber auch fest füttern. Und dann kriegen die alle abends immer noch eine Kelle mit rein. Und noch ein paar Zusätze. Das mache ich jetzt noch schnell, bevor es aufs Wildpferd geht. So, wir sind wieder im Stall. Hallo, Bemi, sag mal hallo. Hi. So, und ich hole mir jetzt noch die Dua Lipa. Die mache ich aber nur ein bisschen halfter Longe noch. Dann noch einmal Unterricht. Dann geht's hoch ins Warme. Ich bin jetzt auch echt durchgefroren, weil wir haben so ekliges Wetter. Hallo Pips. Das ist schon wieder so dunkel. Ey, ich freue mich so, wenn Frühling ist. We're gonna be two hearts running wild. Schon ein bisschen am Schlafen. Die war noch nie in ihrem Leben, glaube ich, im Longierzirkel so entspannt. Normal bockt die nämlich hier immer 20 Runden rechts und links rum und man kriegt sie gar nicht ruhig. Aber heute ist entspannt. Pippi, du dachtest schon, eigentlich ist Schlafenszeit, ne? Um diese Uhrzeit bei uns. Und wieso jetzt eigentlich wieder YouTube? Ich habe ja damals mit YouTube angefangen. Und da gab es Instagram noch gar nicht und ich wollte ja auch nie Influencerin werden oder sonst irgendwie was. Jetzt bin ich es halt, aber ja, ich wollte von mir mal wieder so ein bisschen back to the roots. Ja, und glaube, da gibt es auch noch eine ganz tolle Reichweite und Community. Ihr wünscht euch das sowieso total oft, dass ich da jetzt mal wieder so ein bisschen anknüpfen werde. Und da kann man den Content halt noch viel länger und cooler verbreiten, was auf Instagram oder was Instagram als Plattform eben nicht so hergibt, da sind die Videos kürzer und auf YouTube kann man aber mal wieder was Längeres machen, Trainingseinblicke etc. Ja, und da plane ich jetzt gerade mal ein bisschen die Struktur etc. und freue mich auf jeden Fall. Und ja. So, ich habe jetzt noch ein zweites Mal Unterricht gegeben. Es gab sogar noch einen Sturz, aber es ist zum Glück alles gut gegangen. Der Christoph hat zum Glück hier schon Essen eingekauft. Und Wilmi und ich fangen jetzt schon mal an, Essen zu machen und danach bearbeite ich eure Stories. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Uhr wir eigentlich schon haben. Ich glaube 19 Uhr oder 20 Uhr. 20 Uhr glaube ich schon. Naja, ich hoffe, euch hat der Tag aber gefallen. War auf jeden Fall bei mir heute echt alles ein bisschen durcheinander und stressig. Aber gut, wir sehen uns beim nächsten Video.